Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Und Mülleimer. Ich weiß, warum steht hier Mülleimer? Direkt neben dem Pokéball. Wollen die den da reinschmeißen oder was? So, was haben wir hier noch? Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Im Menü kannst du unter Sichern deinen Spielstand abspeichern. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Ich hätte es andersrum lesen sollen. Okay, dann reden wir mal mit Professor Aish. Ah nee, das ist Gary. Deswegen sieht er so jung aus. Hey, Julle! Opa ist nicht hier. Ich bin hierher gekommen, weil der mir ein Pokémon geben wollte. Ja, wie? Was war das, oder was? Ach, genau. Der will jetzt, dass wir oben über den Rasen gehen. Dann kommt der angehoppelt und sagt, nee, du kannst nicht ohne Pokémon gehen. Das war knapp. Wilde Pokémon leben in hohem Gras. Ach so, jetzt können wir dem zugucken. Genau, so war das, ja. Oh mein Gott, ein Pikachu. Okay. Genau. Einfach ohne zu schwächen und so. Wunderbar, Pikachu wurde gefangen. Yay, Professor, ich habe einen Pikachu gefangen. Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Ich brauche einige Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ich habe da irgendwas falsch vorgelesen. Das sieht so böse aus. Opa, ich will nicht länger warten. Okay, ich muss Professor Eich eine andere Stimme geben. Gary? Du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen, Julle? Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir. Nimm es dir ruhig. Halt, Opa! Und was ist mit mir? Habe einen Moment Geduld, Gary. Ich gebe dir später eins. Ich muss mein Mikrofon noch ein bisschen wegmachen. Ich bin heute irgendwie sehr laut. Ich weiß auch nicht warum. So, das darf ich mir nehmen, oder was? Nein, Julle! Ich will dieses Pokémon! Gary schnappt sich das Pokémon. Gary, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber... okay, behalte dieses Pokémon. Es ist deines. Ich hätte dir sowieso eins gegeben. Julle, komm zu mir rüber. Ja. Ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Julle erhält Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Ich habe mir gedacht, dass ich irgendwie so ein paar Namen vergebe. Wobei ich Pikachu... weiß ich nicht. Zu Dennis irgendwie passt so ein Pikachu nicht. Ich würde Dennis mehr so ein Kleinstein oder so. So. Oder ein Onyx. Das wird eher zu Dennis passen. Oder ein Carpador. Nee, Scherz. oder... ja, komm. Dennis wird Pikachu, weil ich das Pikachu wahrscheinlich eh bis zum Ende meiner Tage mit mir rumschleppe. Was jetzt nichts gegen Dennis sein soll, weil rumschleppen tue ich ihn ja nicht. Aber dann habe ich ihn halt immer bei mir. Und dann läuft das. Nee, ich nenne den Zug zu ihm. Das ist besser. Aber komplett klein geschrieben. Zug. Zu. Oder? Nee, ich nenne ihn Dennis. Ich bin gerade mal durchgegangen, wenn ich noch so mit reinnehmen will. Und dann wird das mit den.
mit dem Space da oben, mit dem ach, Space, ihr wisst, was ich meine, wird das da oben recht, ja, eng. Ne. Deswegen nehme ich dann mal die richtigen Namen und nicht die YouTube-Namen, weil das wird eng. Dennis. Ja, wie? Fertig jetzt, oder was? Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Gehe danach in die nächste Stadt. Danach? Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Ist doch gar nicht wahr. Was hat der überhaupt für ein Gülle-Teil? Ah, wir dürfen jetzt kämpfen. Warte, Julle. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. So, was hast du denn? Hast du einen Carpador? Ne, der hat bestimmt einen Bisasam oder sowas. Oder ein... Wie heißt denn das? Ein Glumanda? Was war noch? Shiggy. Eins von den dreien, schätze ich mal. Ein Evoli! Pikachu sieht bei uns so fett aus von hinten, ne? Na gut, wir haben Donnerschock und Heuler. Donnerschock ist Angriff, Heuler ist irgendwas, um irgendwas Verteidigung zu senken oder sowas. Sowas benutze ich nie. Ich mache immer nur irgendwas, was Schaden macht. Oder den Gegner einschlafen lässt. Donnerschock! Und paralysiert oder was? Natürlich! Oh. Okay. Ein Donnerschock. Los, ich will gewinnen! Aber ich habe einen Trank. Ich habe einen Trank. Ich benutze meinen Trank. So. Guten Schlag, natürlich. Meine Verteidigung sinkt. Dennis, Verteidigung sinkt. Volltreffer. Sehr schön. Ja, genau. Nochmal guten Schlag. Ich glaube, das ist gescriptet, dass er jetzt nur noch guten Schlag macht oder so. Volltreffer. Yay! Evoli wurde besiegt. Denn sie hat 97 EP. Und wir sind Level 6. Yay! Okay. Heißt das jetzt... Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Angriff ist. Das ist ja abhängig von den Attacken, die wir machen. Oder ist das... Keine Ahnung. Verteidigung 10. Initialwert heißt ja so. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, wie oft wir angreifen können oder so. Ist also nicht... Sagen wir mal, ich habe einen Wert von 17 und mein Gegner hat einen Wert von 7 oder so. Ja, machen wir mal 7. Dann müsste der eigentlich doppelt so oft angreifen können wie ich. Also das heißt, ich greife einmal an, dann greift er zweimal an, dann greife ich wieder einmal an. Und Spezial, ich habe keine Ahnung, könnt ihr mir ja erklären. Wie gesagt, ich habe echt, ich weiß nur ein ganz bisschen. Ich weiß, wie ein paar Pokémon heißen und ich weiß ungefähr, was... Dass zum Beispiel Wasser gegen, ist es Stein? Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt. Auf jeden Fall, Wasser ist gegen Kleinstein gut. Aber was ich nur daher, oh nö, was will ich denn damit? Das weiß ich aber nur daher, weil ich glaube, als Ash gegen Rocco gekämpft hat, hat Rocco ein Onix rausgeholt. Und dann hat, glaube ich, Pikachu die, dieses Feuer-Ablösch-System im Raum irgendwie aktiviert, damit Onix nass wird und hat dann Donnerschock oder irgendwas gemacht. Und dann ging das ab. Ja, daher weiß ich das, glaube ich. Also damit kann ich mir das merken. Julle besiegt Gary! Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ja, es gab nur eins. 175. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Opa, wir sehen uns später. Also Julle und Opa. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokébälle. Es muss dich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag.
dann sprechen wir mal mit unserem Pikachu. Sieht nicht sehr berühmt aus. Das ist auch, ich glaube, das einzige Spiel, in dem Pikachu einem hinterher rennt. Beziehungsweise in dem man Pikachu als Starter bekommt. Wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung von dem Spiel. So. Du solltest mit ihm sprechen und dich um es kümmern. Ja, dann quatsch mal nochmal. Pika. So. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Pokémon, bla 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 bla. Okay. Habt ihr jetzt was zu sagen? Nee. Gut, dann gehen wir mal. Oder können wir nochmal mit unserer Mutter sprechen? Vielleicht sagt die ja jetzt irgendwas. Hast du mit Eich gesprochen? Jolle! Wenn du zu hart zu deinem Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Ah, das hat unser Pikachu geheilt. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Jo. Muss ich nicht zur Schule oder so? Okay, dann gehen wir mal ab in die große, weite Welt. Und es wird grün. So, ein Taubsi? Ja. Okay. Also die Farben sind ein bisschen merkwürdig. So, ein Taubsi. Das ist, glaube ich, ganz gut. So ein Donnerschock gegen Flug-Pokémon. Ich glaube, das geht ganz ab. Ganz schön gut ab. Ja, das geht sehr gut ab. Attacke ist sehr effektiv. 31 EP. Leider kann man hier in dem Spiel nicht so ganz sehen, wie weit das mit der EP ist, oder? Nee, nicht Tausch. Status, das wollte ich. EP? Nee, doch. Moment. Okay, das heißt, wir brauchen noch 90 EP, so wie das aussieht. Weil bei Pokémon Gold war das so, da hat man unten so eine Leiste gehabt und konnte sehen, wie weit es noch ist ungefähr. Okay, das heißt, weiß ich nicht, drei Pokémon noch besiegen, dann haben wir wieder ein Level up. Gut. Da ist nix. Und hier in diesem hohen Gras sind halt immer Pokémon, die auf uns lauern, sag ich mal. Und hier auf dem niedrigen Gras oder auf den Wegen ist nix. Können aber auch Trainer kommen. Und ein Pokémon wieder. Raupi? Raupi? Nein, ein Radfratz, oder? Radfratz. Ich habe es früher mal Ratzfratz genannt. Bis mir dann mal klar geworden ist, dass da überhaupt kein Z oder ein S steht. Sondern dass es ein Radfratz ist. So. Och, ein Level 2. Ja, ne? Volltreffer. 16. So, was mit dir? Hi! Ist das ein Kerl oder ein Weib? Ich habe eine E-Mail bekommen, falls man das gehört hat. Das ist sehr laut. Egal. Hi! Ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Oh, yay, ein Trank. Sehr schön. Hast du noch was zu sagen? Willst du Pokémon fangen? Wir haben auch Pokébälle im Sortiment. So, was steht hier? Route 1, Alabastia, Vertania City. Heißt das Vertania City? Vertania City, ja. Okay, der sieht so aus, als ob er kämpfen will. Nee, jetzt müssen wir erstmal gegen Pokémon ein Taubsi. Das ist ganz gut, dass ich jetzt wieder so ein bisschen in Pokémon reinkomme, weil wenn ich dann irgendwann Pokémon Go spiele, dann weiß ich auch wieder, was welche Pokémon ungefähr sind. Weil ich habe jetzt längere Zeit echt nichts mehr mit Pokémon am Hut gehabt. Ja. Was? Windstoß.
Ich glaube, die anderen beiden machen keinen Schaden.